Dieses Unternehmen betrügt seine Spieler, von KI-generierten Bildern bis hin zu vielen Fake-Bewertungen, alles dabei. Es geht um nicht weniger als womöglich das größte Scam-Spiel im kompletten Jahr 2024. Sehr geehrte Zuschauer, jetzt wird's ernst. Let's go. Doch bevor wir das Spiel komplett zerstören, würde ich sagen, schauen wir uns erst einmal die Fakten an. Und zwar geht es um das Studio Otto Games, beziehungsweise genauer gesagt den City Bus Simulator 2024. Dieser wurde am 13. September diesen Jahres veröffentlicht und zuvor gab es auch schon eine kleine Demo, welche allerdings anscheinend relativ ähnlich war zum Spiel, welches jetzt veröffentlicht wurde. Kaufen könnt ihr das Ganze für etwas unter 10 Euro auf Steam, beziehungsweise aktuell im Rabatt bis zum 27. September für 6,33 Euro. Laut den Entwicklern soll das ultimative städtische Abenteuer sein. Inklusive sind mehrere detailgetreue Busse, welche eine realistische Physik haben und laut den Entwicklern sowohl für erfahrene als auch neue Spieler geeignet sind. Außerdem soll man auch ikonische Wahrzeichen und verschiedene Stadtviertel kennenlernen können. Und es soll besondere Features je nach Tageszeit geben, wie zum Beispiel den Berufsverkehr oder generell die Pendelzeit. Außerdem auch ungünstige Wetterbedingungen und verschiedenste Umleitungen. Und um das Ganze zu krönen, natürlich noch eine atemberaubende Grafik. Klingt für alle Simulationsfans zu schön, um wahr zu sein. Und das ist es natürlich auch nicht. Denn ich stelle heute ja nicht das ideale Spiel vor, sondern eher sowas nicht so Schönes. Und deshalb würde ich sagen, schauen wir uns jetzt an, wie das Ganze in Wirklichkeit ist. Direkt, wenn man das erste Mal ins Hauptmenü startet, fallen einem vielleicht schon einige Probleme auf. Zum einen ist das die eher unübersichtliche Benutzeroberfläche und als nächstes wahrscheinlich noch, dass die Übersetzung ins Deutsche eher so ein bisschen ungünstig ist. Also das passt meistens nicht so ganz bzw. macht nicht so viel Sinn. Was man aber hier sagen muss, dass das Unternehmen aus der Türkei kommt und man ihnen das deshalb nicht zu übel nehmen darf. Ich meine, zumindest gibt es ja überhaupt eine deutsche Übersetzung, da können wir eigentlich froh sein, dass es zum Beispiel nicht nur auf Englisch ist. Trotzdem könnte man das in Zukunft auf jeden Fall ausbessern. Weiter geht's dann, wenn man zum ersten Mal ins richtige Spiel startet. Dort fällt einem auf, dass die Performance noch ein bisschen viel ruckelt für das Bilderlebnis, was man bekommt. Denn da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und zwar ist die Grafik im Gegensatz zu dem, was man sowohl auf Steam behauptet, als auch von den Bildern, die man mit der Community teilt, eigentlich im Vergleich dazu wirklich schon unterirdisch schlecht. Und das ist wahrscheinlich auch der größte Punkt, weshalb ich das als ein riesiger Scam betrachte, da man eben eine gute Grafik verspricht und auch zeigt, aber im Spiel das dann komplett anders aussieht. Und wenn man sich dann überlegt, dass die Performance immer noch zu schlecht ist und ein bisschen die Grafik runterstellen möchte und das Ganze direkt im Spiel macht, also nicht extra ins Hauptmenü zurückgeht, fällt einem auf, dass wenn man dort Einstellungen etc. umstellt, dass sich im Spiel gar nichts ändert. Was daran liegt, dass man zwar die Grafikeinstellungen auch im Spiel auswählen kann, allerdings das einfach nicht funktioniert und man das alles im Hauptmenü umstellen muss, was natürlich wieder zeigt, dass das Spiel eigentlich von vorne bis hinten komplett unfertig ist. Das gleiche betrifft auch Probleme, wenn man die Busse mit dem Controller oder auch mit dem Lenkrad spielen will. Allerdings wurde dazu jetzt vor kurzer Zeit nochmal ein Update veröffentlicht. Vielleicht hat sich das inzwischen gebessert. Ein weiterer Punkt, der ebenfalls noch mit den Einstellungen zu tun hat, ist, dass man im Spiel nicht den Sound ändern kann. Also zum Beispiel gewisse Sachen leiser machen etc. Das geht genauso wie bei der Grafik nur im Hauptmenü richtig. Weiter geht es mit dem eher geringen Spielumfang. Zwar hat man die Möglichkeit, neue Busse zu kaufen oder auch Routen freizuschalten. Trotzdem scheint der Spielinhalt zumindest zum aktuellen Zeitpunkt eher begrenzt zu sein und dass man da nicht zu viel spielen kann. Man sollte natürlich dran denken, dass das Spiel trotzdem unter 10 Euro kostet, also da nicht zu viel erwarten. Ein weiterer Punkt ist, der mich persönlich nicht so stört, ist, dass die Originalmarken bei den Bussen fehlen, also zum Beispiel MAN oder auch Mercedes. Da sieht man zwar, dass die Busse zum Beispiel einen MAN darstellen sollen, allerdings fehlt eben das Logo, da die nicht die Lizenzrechte dafür bekommen haben, wie das zum Beispiel in anderen Spielen der Fall ist, wie bei den Zügen Train Sim World oder auch bei den Bussimulatoren mit The Bus. Und kommen wir nun noch zum letzten Punkt, bevor wir das Spiel komplett zerstören.
Und zwar sind die NPC-Interaktionen, also sowohl die Dialoge als auch deren Verhaltensweisen, eher unrealistisch. Zum Beispiel wiederholen sich diese sehr oft oder sind auch ein bisschen unlogisch teilweise, was eben wieder daran liegt, dass die deutsche Übersetzung im Allgemeinen nicht ganz perfekt ist. Aber auch wenn zum Beispiel Tickets gekauft werden, geben sie beispielsweise 10,40 Euro für ein Ticket, was 5 Euro kostet. Was natürlich komplett sinnlos ist, weil die würden dann ja eher 10 Euro geben, statt 10,40 Euro. Das ist meiner Meinung nach aber eher so ein kleines Problem, was aber trotzdem auf die Dauer nervig sein wird. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, das ist einfach ein unausgereiftes Spiel, was zum größten Teil noch nicht fertig ist. Okay, dann kaufe ich mir es halt einfach nicht oder auch es sind nur 10 Euro und ihr macht's. Allerdings wäre das so, würde ich nicht ein extra Video drüber machen, denn wir schauen uns jetzt die dunkle Seite dieses Spiels, beziehungsweise genauer gesagt auch des kompletten Unternehmens an. Let's go! Das Unternehmen, welches auch auf Steam gelistet ist, heißt, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, Otto Games. Allerdings treten sie auch unter dem Namen Optimus Game Studio auf. Diesen Namen tragen sie sowohl auf ihrer Webseite als auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Allerdings heißen sie sowohl auf Steam als auch auf Instagram Otto Games, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, was da wie zusammenhängt und ob das zwei getrennte Unternehmen sind. Ich glaube aber, dass es eins ist oder dass sie zuvor einfach Optimus Game Studio hießen und jetzt Otto Games, was auf jeden Fall auch schon mal verwirrend ist. Wer weiß, was da im Hintergrund schon gelaufen ist. Otto Game Studios sitzt in Ankara und hat laut LinkedIn 2 bis 10 Beschäftigte. Allerdings geben sie auf ihrer eigenen Webseite an, dass es über 25 Entwicklerteams sind. Ich finde beide Zahlen ein bisschen unrealistisch. Ich glaube nicht, dass es wirklich 25 Entwicklerteams sind. Allerdings finde ich auf der anderen Seite 2 bis 10 Beschäftigte auch ein bisschen wenig. Gegründet wurde das ganze Unternehmen im Jahr 2021. Und sie haben jetzt insgesamt 3 Spiele veröffentlicht. Und das nächste Spiel erscheint bereits am 16. September 2024. Also je nachdem, wann ihr das Video guckt, entweder am nächsten Tag oder es ist schon erschienen. Ja, und kommen wir damit auch schon zu Platz 3 auf der 3-stufigen Scam-Liste. Und zwar haben wir hier einfach in Anführungsstrichen KI-generierte Bilder. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Dovetail Games für Trains in World plötzlich KI-generierte Bilder nutzt, dann würde im Prinzip die Hölle brennen und wahrscheinlich würden alle komplett gegen Dovetail Games schießen. Allerdings ist das hier sogar noch das kleinere Übel. Erkennen kann man das zum Beispiel bei diesem einen Bild auf Steam. Da ist die Ampel zum einen viel zu groß und zum anderen gibt es dort nur rot und gelbes Licht, woran man eben so KI-Gebilde erkennt, dass dort zum Beispiel jetzt das grüne Licht fehlt. Auf jeden Fall sollte man auch das zum schärfsten verurteilen, da das natürlich einfach nur zur Täuschung der Spieler beiträgt und dies nichts mit dem Spielinhalt zu tun hat. Ja, kommen wir damit auch schon zum zweiten Platz. Und zwar benutzen sie einfach bereits vorgefertigte Assets und fügen die in ihr Spiel ein. Also ich blende euch jetzt hier mal ein Bild ein, zum Beispiel kaufen die diesen Bus für 80 Euro. Ändern dann ein bisschen was an den Türen und fügen das dann einfach so ins Spiel ein. Was natürlich von der Kreativität und Originalität im Prinzip auf dem untersten Level ist, einfach Zeug zu kopieren und dann daraus ein Spiel zusammenzukleistern. Ich meine, man kann ja so welche Sachen nutzen, aber denn ihr Spiel besteht im Prinzip zu 80% aus solchen Inhalten. Außerdem, wenn ihr das Logo vielleicht schon mal gesehen habt, ist euch da auch was aufgefallen. Und zwar ist dieses ja schon fast 1:1 von Trains in World 4 dreist kopiert. Also ihr seht dort eben eine sehr ähnliche Schriftart und dann diesen Farbverlauf von grün zu gelb und die weiße Schrift da drauf, das ist halt einfach das Trains in World Logo, nur dass dort City Bus Simulator steht und dann statt der 4 2024. Ja, ich glaube, da braucht man auch nichts mehr zu sagen, das ist natürlich komplett bodenlos. Ja, aber natürlich muss sich auch der ganze Mist verkaufen. Und damit sich die zusammengekleisterten Assets lohnen, nutzen sie natürlich auch Fake-Bewertungen, wie soll es anders sein. Das kann man ganz einfach auf Steam erkennen. Und zwar gibt es da einige Rezensionen, die eben einen Daumen nach oben zeigen und ja eigentlich alle realistischen einen Daumen nach unten. Und es fällt auf jeden Fall auf, dass die mit Daumen nach oben nur so 0,2 Stunden, 0,3 Stunden Spielzeit haben. Woran man natürlich erkennt, dass die dieses Spiel wahrscheinlich kostenlos erhalten haben, beziehungsweise den Betrag zurückerstattet oder dass sogar irgendwelche Freunde von den Entwicklern sind, beziehungsweise die Entwickler selbst. Also ja, das ist einfach nur noch die Krönung von der Frechheit und diesem riesigen Scam,
Weshalb ich natürlich auch sage, kauft den Scheiß auf keinen Fall, auch wenn es nur 10 Euro sind. Ja, und mir ist auch noch auf Steam aufgefallen, dass es mal den City Bus Simulator 2018 gab, welcher ebenfalls von einem türkischen Entwickler stammte, allerdings unter einem komplett anderen Namen. Ich möchte ihn jetzt auch nicht aussprechen, weil er auf Türkisch ist und ich keine Ahnung habe, wie man das macht. Allerdings hat dieser mit 42 Bewertungen einen kompletten Negativ auf Steam und wurde natürlich auch nicht besonders weiterentwickelt. Damals gab es leider für die Entwickler noch keine KI-Bilder, weshalb der Scam sich noch nicht so gut aufziehen lassen hat. Insgesamt über beide Spiele lässt sich festhalten, dass sie von der Grafik halt einfach aussehen wie ein Mobile-Game und dann mit irgendwelchen krassen KI-Bildern verkauft werden, womit man natürlich seine Spieler komplett betrügen möchte. Ja, ich hoffe, euch hat dieses etwas aufwendigere Video gefallen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich im Hintergrund auch Gameplay von anderen Spielen gezeigt habe. Allerdings, wenn ich dran denke, dann kennzeichne ich es auch ein bisschen immer mit links unten oder rechts unten. Teilt dieses Video gerne mit euren Freunden oder irgendwelchen anderen Leuten, damit die auf keinen Fall auf diesen Scam reinfallen und damit das Unternehmen nicht irgendwie am Ende noch belohnt wird. Falls ihr jetzt noch mehr über die Entwicklertagebücher zu Train Sim World 5 erfahren wollt, dann schaut euch gerne das obere Video an, da habe ich euch einiges zusammengefasst, oder das automatisch ausgewählte Video unten. Ich wünsche euch auch trotzdem einen schönen Tag. Ciao.